Ja, hi Leute, ich bin's mal wieder nach einiger Zeit, Lego South Freak 333. Und ja, heute mache ich endlich das 200-Abo-Special. Danke nochmal an alle 200 Abonnenten. Im Moment sind es schon einige mehr. Das letzte Mal habe ich es bei 205 gesehen. Im Moment hakt, sage ich jetzt mal, die Abonnentenanzeige. Nicht nur bei mir, sondern bei einigen, weiß ich vielleicht auch bei allen YouTubern. Ja, bei mir ist sie bei 205 stehen geblieben. Ich denke mal, die wird jetzt so bei 208, 210 sein. Also, naja, werde ich dann sehen, wenn sich das wieder auflöst. Hoffe ich mal, dass das bald ist. Naja, jedenfalls habe ich mir halt gedacht, dass ich mal wieder einen Mock mache. Vielleicht kommt noch ein Contest demnächst. Mal gucken. Also, ich habe jetzt erstmal einen Mock gebaut. Es geht darum, ja, die Druiden greifen halt unter der Führung eines Druiden-Commanders hier eine Klonbasis an. Ja, also nichts Besonderes, aber ich finde es trotzdem ganz cool geworden und ich zeige es euch jetzt mal. Also hier sind überall Droiden und Superkampfdroiden. Da werde ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil das nicht so interessant ist. Ich gehe mehr auf Details und Szenen und sowas ein. Ja, hier ist ein Holotisch explodiert, weil die Artilleriekanone aus dem neuen Battle Pack hier drauf geschossen hat, damit die halt nicht mehr mit ihrem Langstreckentransmitter, der hier, glaube ich, eingebaut ist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Na egal, jedenfalls wird der Holotisch halt zerstört und die Droiden, die dabei standen, gehen halt mit hoch. Hier brennt es halt so. Diese kleinen Sterne finde ich auch sehr cool. Die zeigen diese Funken und dieses Glühen, also finde ich ganz gut. Hier ist nochmal eine kleine Szene. Hier stolpert ein Droide über einen, der gerade abgeschossen wurde und ist dadurch auch kampfunfähig, weil ich glaube nicht, dass die so besonders gut aufstehen können. Ich weiß das nicht. Aber naja, jedenfalls will der halt vorrücken und dumm wie Droiden sind, fällt der halt über den anderen. Ja, dann ist hier ein kleiner See, so ein kleiner Sumpf. Dahinter befinden sich drei Kommandodroiden. Einer schießt hier um diese Pflanze so rum auf die Klonen der 212. Hier steht noch einer, da steht noch einer. Hier wurde schon einer von diesem Bombsquad abgeschossen gerade. Der nimmt sich jetzt die nächsten vor. Ja. Hier sind halt Superkampfdruiden dazwischen. Hier ist noch so ein kleiner Felsen. Da drüben auch, aber den zeige ich euch gleich noch. Hier sind noch mehr abgeschossene Druiden. Obi-Wan Kenobi. Commander Cody, den ich mir jetzt so gemacht habe, wie The Mobmaker 3630 sein gemacht habe, weil ich das ganz cool finde, wie er den gemacht hat. An dieser Stelle Abo-Empfehlung an The Mobmaker 3630. Macht er bei mir auch immer. Also es ist nicht so Abo-Empfehlung gegen Abo-Empfehlung. Wir finden halt beide, glaube ich, unsere Videos vom jeweils anderen ganz cool. Und ja, deswegen machen wir das halt. Abgeschossener Bombsquad. Den anderen, der vielleicht auch noch nicht tot ist, ist halt nicht klar. Dem hier, der will halt gucken, ob der noch lebt. Und deswegen schießt er sich erstmal so einen Wegfall, damit er sich um den kümmern kann. Hier sind noch ein paar andere. Dann sind hier einige Trooper von diesem Arc Trooper Commander, also Hammer. Ich weiß nicht, ob der Commander ist, jedenfalls hier von Hammer aus dem neuen Battle Pack. Für alle, die es nicht wissen, ist der Arc Trooper Hammer. Ja, hier stehen halt ein paar Trooper von ihm. Habe ich einfach diese Visiere genommen und die weißen Token dran gemacht, damit die halt so die Trooper von ihm sind. Hier auf dem Dach ist ein Scharfschütze, ein neuer Arc Trooper aus dem Battle Pack halt. Und ein Episode 3 Klon mit ein paar Dynamitstangen, um hier ein paar Droiden hochzujagen. Hier kommt noch ein ARF-Trooper und zwei Klone raus. Hier nimmt sich noch ein ARF-Trooper gerade seine Minigun, weil er erst seine Munition nachgucken wollte und die jetzt halt wieder aufnimmt, um nach vorn zu rennen. Dieser hier, der Horn Company Trooper, sagt halt denen, dass sie schnell vorrücken sollen. Hier sind es noch zwei Klone, die Kanone bewachen mit Maschinenpistolen. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon, am Geschütz sitzt ein Gunner. Dann ist hier auf dem Dach Commander Trauma mit Jetpack, genauso wie drei ARF-Trooper mit Maschinengewehren und ebenfalls Jetpack. Und ja, die schießen ja halt auch auf die Kommandodroiden, auf die normalen Droiden und wollen halt runterfliegen und die von oben bekämpfen. Ja, hier rechts ist Ela Secura mit Commander Bly. Die schießen ja auch Droiden ab und bekämpfen sie halt. Hier ist noch mein Custom Jedi, für die ich immer noch keinen Namen habe, aber ich habe einen sehr guten Namen. Vornamensvorschlag bekommen, ich weiß gar nicht mehr von wem, und zwar Lay, das finde ich, also Lay, finde ich einfach, aber der klingt ganz gut. Werde ich mal gucken, ob ich den übernehme. Naja, jedenfalls danke nochmal für den Vorschlag, ich weiß nicht mehr, wer es war. Derjenige wird sich dann vielleicht auch angesprochen fühlen.
Ja, hier sind noch ein paar Klone, ein paar mit Little Armshot Blastern. Hier ist halt ein Berg, wo halt ein, so ein Hügel, wo ein Klon draufsteht. Naja, besser gesagt ein Felsen. Noch ein toter Klon. Und ja. Das wäre es erstmal zur Schlacht an sich. Und zu der Basis, die auch eigentlich ganz cool ist. Dazu komme ich gleich noch im zweiten Teil. Also nochmal danke für 200 Abonnenten und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Tschüss.